Hallo Christi und Servus zu einem neuen Video. Hallo miteinander. Heute mal ganz was Besonderes. Wir sind in Berchtesgaden unterwegs und gehen die Watzmann-Überschreitung. Genau, lange haben wir schon geplant. Jetzt ist endlich soweit. Bleibt drum, wir nehmen euch mit. Die erste Etappe von der Windbachbrücke bis zum Watzmannhaus sind 1300 Höhenmeter. Und ja, es ist 4 Stunden angeschrieben, aber wir haben jetzt einmal 2,5 Stunden geplant dafür. Zweite Etappe vom Watzmannhaus Richtung Hocheck ist jetzt 750 Höhenmeter und 3 Stunden angeschrieben, aber wir haben 1,5 Stunden dafür eingeplant. Ja, für die Gratkletterei haben wir jetzt 2 bis 2,5 Stunden eingeplant. Es sind auf und ab 350 Höhenmeter und von der Schwierigkeit her befinden wir uns da im 1- bis AB Klettersteigbereich. Es ist kein Klettersteig, es ist nur eine abgesicherte alpine Tour. Der Abstieg beträgt 2200 Höhenmeter und wir haben jetzt für das ungefähr 4 Stunden geplant. Guten Morgen! Guten Morgen! Wir haben jetzt gerade 10 vor 4 und wir gehen jetzt los beim Parkplatz Wimbachbrücke. Wir folgen da jetzt Fußweg Richtung Watzmannhaus und ja, es nieselt ein bisschen, die Nacht hat es gering, aber es sollte sich bald einmal aufhören und genau, sonst haben wir ganz angenehme Temperaturen. 14 Grad. Also das perfekte Bergwetter. Da gehen wir jetzt über eine sehr breite Forststraße mit einer geringen Steigung bergauf. Schön zum Warmwerden. Wie man es vielleicht unschwer erkennen kann, es ist zwar in der Früh und recht kühl, aber sehr schwül. Und ja, man kann ordentlich ins Schwitzen. Eine Stunde, 10 Minuten sind wir jetzt unterwegs. Der Weg ist eigentlich recht gleichbleibend, uneventvoll, aber jetzt wird schon heller, lichter, die Wolkendecke. Genau, wir sind fleißig am Höhenmeter sammeln. 710 Höhenmeter haben wir jetzt schon. Ja, es geht noch gute 600 Höhenmeter bis zum Watzmannhaus. Wahnsinn, der Weltrekord von dieser Strecke ist bei den Männern bei 2 Stunden 47 für die ganze Watzmann-Überschreitung. Und eine Frau hat es, glaube ich, in 3 Stunden 10 geschafft. Also, das ist nicht mehr normal. Wir werden ein bisschen länger brauchen. Und nach rund 1,5 Stunden hat sich der Forstweg in einen kleinen Steig umgewandelt. Geht mir jetzt über so ein paar Steine. Ist nicht mehr ganz so eintönig. Macht es ein bisschen interessanter. Die Watzmann-Überschreitung steht schon seit mehreren Jahren bei uns auf der Liste. Letztes Jahr wäre es fast dazu gekommen, dass wir gehen. Aber ja, hat sich einfach nicht ergeben und wir haben uns das jetzt einfach richtig vorgenommen, eingeplant und heute ist es soweit. Ist der erste. Und natürlich ein paar Stufen dürfen auch nicht fehlen. Wir sind jetzt nach 2 Stunden 7 Minuten am Watzmannhaus herumgekommen. Und ja, es waren bis daher jetzt 1285 Höhenmeter, 7 Kilometer und ich würde sagen, der Weg ist ganz gut gegangen. Wir sind jetzt nur vor den ganzen Menschen, die was jetzt gerade frühstücken. Das heißt, wir dürfen ein Grad fast für uns allein haben. Es ist um 6 Uhr Frühstück, das heißt, jeder, der was allein sein möchte, beginnt bestenfalls die Tour schon relativ früh. Und jetzt geht's zum Hocheck. Es ist mit 3 Stunden angeschrieben, aber wir haben geplant. Wir haben geplant 1,5 Stunden, das sind jetzt nochmal 750 Höhenmeter. Das heißt, wir haben dann eigentlich die meisten Höhenmeter hinter uns. Dann kommt dann nur die Gradüberschreitung. Also jetzt sind wir bei Etappe 2. Und wie man sieht, die Wolken verziehen sich. Der blaue Himmel schaut schon heraus. Also bis wir dann oben am Grat sind, dürfte schönstes Wetter sein. Ja, besser hätten wir es, glaube ich, nicht erwischen können. Ja, der Weg wird da ein bisschen anspruchsvoller. Über so Steine, ein bisschen steil. Jetzt ist noch ein bisschen ungemütlich. Der Nebel hat sich noch nicht ganz verzogen. Der Wind geht. Ein paar Leute sind vor uns, haben wir schon gesehen. Die werden dann von der Hütte recht früh los sein. Oh, schön. Da macht man anständig Höhenmeter. Das wird jetzt schon alles ein bisschen anstrengender. Nehmen wir mal meine Schuhe. Die ersten Sonnenstrahlen. Herrlich. Wahnsinn. Einfach traumhafter Tag bisher. Der Nebel zieht drauf, schaut richtig mystisch aus. So einen Weg
ist einfach für uns interessanter. Da fühlen wir uns daheim. Und ist auch sehr gut markiert. Optimal verlaufen kann man sie nicht. Eben, das Wetter ist noch ein bisschen wechselhaft, aber ja, jetzt zieht wieder zu. Aber oben haben wir dann schönstes Wetter. Die erste Seilversicherung mit einer Schwierigkeit von A, B. Jetzt hast du echt den Stecker hinter. Und danach kommt wieder eine leichtere Gehpassage. Jetzt sieht es wieder ein bisschen auf. Ja, der Wind ist schon extrem kalt. Ja, jetzt pfeift da drüber der Wind über den Grat. Ein paar Schneefelder sind noch, aber nicht im Weg. Genau, der Weg führt eigentlich schön zwischendurch. Und da sind wir jetzt halt am letzten Anstieg. Weit haben wir es nicht mehr. Gehen wir da rauf. Ist gerade im Nebel. Der Wecker geht ab. Das heißt, normalerweise wäre jetzt die Zeit zum Aufstehen. Genau, aber wir sind da am Watzmann heroben und hoffen mal, dass die Sonne sie noch blicken lässt. Aber wir sind guter Dinge. Die Wolken und der Nebel wollen sich nicht so ganz verziehen. Es ist ein bisschen ungemütlich. Die Sonne kämpft nur, aber wir glauben, dass die Sonne gewinnen wird. Ja, kurzes Update einmal von unserer Seite. Wir haben jetzt 1900 Höhenmeter. Das heißt, nur gute 200 Höhenmeter sind vor uns bis zum Hocheck, oder fast? Ja. Und 3:20 sind wir bisher unterwegs. Also, es geht super voran. Es fühlt sich auch sehr gut um. Wir gehen unser Tempo und ja, hoffen, dass wir nicht mal warten werden. Ich weiß nicht, ob man es erkennen kann, aber da oben im Nebel ist das Kreuz vom Hocheck. Genau, jetzt drückt uns die Daumen, dass ein Nebel verzieht, dass wir einen schönen ersten Gipfelsieg haben. Einige sind auch schon umgedreht. Ist auf jeden Fall auch keine schlechte Entscheidung. Bei so eine Bedingungen und dann vielleicht später noch mal probieren, wenn es mehr aufgezogen hat. Aber wir schauen uns das an. Oder wenn man sich da jetzt schon unwohl fühlt, und das einem schon zu steil ist, der hat am Grat auf jeden Fall da nichts verloren. Da ist es auch gescheiter, dass er dann umkehrt. So, wir sind jetzt da herum am Hocheck. Wie lange haben wir denn gebraucht? Wir haben jetzt 3,5 Stunden auf dem Weg, 10 Kilometer und 2036 Höhenmeter. Jetzt ziehen wir uns einen Helm und dann geht's los mit dem Grat. Wir sind jetzt da an der Biwakschachtel angekommen. Und jetzt wird's ernst, jetzt geht's los. Das ist das, vor dem jeder redet. Schauen wir mal, wie das wird. Freuen wir uns drauf. Eine Empfehlung an der Stelle ist, nehmt Handschuhe, das ist ziemlich kalt, auch im Hochsommer. Und mit dem Stahlseil wird es sicher nicht besser. Genau, da appellieren wir jetzt nochmal an die Vernunft von jedem eigenen. Wenn jemand ein Klettersteigset anzieht oder sich am laufenden Seil sichert mit einem Partner, soll er das gerne machen, aber muss jeder selber entscheiden. Ja, für die Gratkletterei haben wir jetzt 2 bis 2,5 Stunden eingeplant. Es sind auf und ab 350 Höhenmeter und von der Schwierigkeit her befinden wir uns da im 1- bis AB Klettersteigbereich. Es ist kein Klettersteig, es ist nur eine abgesicherte alpine Tour. Dann geht's los mit dem Grat. Oh, herrlich! Ach, ich kleine Menschen. Also dafür ist es schon ziemlich kalt. Von der Stahlseil an. Ja, da sieht man, da vorne ist erst die Mittelspitze. So weit schaut das nicht aus. Bist du deppert, das ist kalt. Ja, da, auf das waren wir jetzt gar nicht vorbereitet, dass warum so der Wind geht und so kalt ist. Eigentlich sehr dumm von uns, muss man echt sagen.
Also am Berg muss man für alle Eventualitäten vorbereitet sein. In dem Fall sind wir echt schlecht vorbereitet. Ja, der Wetterbericht hat was anderes gesagt. Genau. Ja, lernt nie aus. Genau. So. Schaut ganz noch an tollen Grad aus. Ja, Vollgas. Ein bisschen ausgesetzt, aber doch schaut es jetzt ein bisschen breiter aus. Also guter Weg eigentlich da jetzt das Stück. Aber man muss trotzdem sehr vorsichtig sein. Aber es macht auf jeden Fall Spaß, muss man schon sagen. Also es ist schon voll cool da. Ja. Es macht es halt alles noch ein bisschen ausgesetzter, expeditionsmäßiger als Feeling, wenn ein bisschen der Wind geht. Ja. Natürlich war es schön mit Sonne, aber man hat das, was man hat. So, ja. Ein bisschen zu klettern ist schon. Aber das ist alles noch im Rahmen. Was das jetzt alles ein bisschen erschwert ist, dass die Finger so kalt sind und alles, was man angreift, also ich habe kein Gespür mehr. Du hast jetzt einfach nur mal extra konzentriert. Und es fühlt sich so an, wie wenn die Finger sofort brechen konnten. Also so richtig. Kalt. Ich glaube, irgendwo umschlagen oder so darf ich nicht. Nein. Ja, da ist jetzt der Anstieg auf die Mittelspitze. Da wird die Mikro wieder aufgesaust. Der junge Gams. Aber wir haben uns das Topo mitgenommen. Und wir sind jetzt da AB auf die Mittelspitze rauf. Genau, ich glaube jetzt erst bei deiner Platten und ach so. Dann. Oder bei deiner, ja, A, B, dann beim B-Stück und dann nochmal A. Weiter. Das sind jetzt die A. B-Platten, A-Platten, rauf. Da macht man wieder Höhenmeter und kommt wieder gescheit schnaufen. Geht der Puls wieder auf, ja. Aber ich ganz angenehm bei der Temperaturen. Ja. Überraschenderweise, da ist die Mittelspitze auf 2751 Höhenmeter. Und ja, bis dahin haben wir uns jetzt 2150 Höhenmeter. 4 Stunden 17 haben wir gebraucht. Das heißt, mit Umziehen, Pause etc. sind wir da jetzt 40 Minuten auf dem Weg gewesen. Okay, der Weg. Spannend, aber einfach. So, und weiter geht's. Jetzt hat angeschrieben sind da nur 1,5 Stunden, aber wenn wir nicht so lange brauchen. Nein, ich glaube, in einer Stunde haben wir das Ganze auch gerissen. Genau. Da hinten sieht man schon die Südspitze. Der Rucksack. Trinke an der Schuhe. Ja, dieses Bergabklettern ist immer wieder herausfordernder, aber
geht auch gut. Geht auch, nicht zu schwere Stellen. Nein, und ich finde es ganz angenehm, weil der Grat ziemlich breit ist. Da haben wir jetzt am Sonntag schon einen schmaleren Grat gehabt. Da ist jetzt ein bisschen ein ausgesetzteres Stück zum Abklettern. Aber das ist ja seilversichert. Da. Das müssen wir aufpassen. Und wie man sieht, da sind ja überall so Stufen reingeschlagen. Das geht dann auch gut. So, und da geht es jetzt rein in so eine enge Verschneidung. Sind aber da so Tritthaken reingebohrt. So. Sehr bescheiden. Glaube ich, tue da auf Wäsch. Ja, die Trittbügel sind eher ein bisschen irreführend. Dass wir es helfen. Die sind vielleicht zum Festheben da. Ja, aber es tut der unten nicht da. Ja, komisch. Komisch. Also panoramatechnisch ist ja das ein Schmankerl. Ja, auch wenn wir jetzt nicht so den Ausblick haben, aber. Die Seite ist einmal wunderschön. Vielleicht das Gardener Land. Das ist ein Rutschig. Ja, eigentlich müssen wir da ja zum Königssee auch sehen, oder? Ja. Auf die Seite. Ja, zwischen die Kletterpassagen sind immer wieder dann so leichtere Gehpassagen. Alles sehr gut markiert, also sehr vorbildlich. Da kann man sich nicht verlaufen. Ja, ein Stück ist noch, da geht es jetzt wieder ein bisschen runter. Und dann da rauf, macht wieder ein paar Höhenmeter rauf. Auf dieser Höhe geht es schon ganz schön rein. Wir haben dann echt schon über 2000 Höhenmeter in die Beine. Genau, das kommt noch dazu, das darf man nicht unterschätzen. Die Konzentration darf nicht nachlassen, obwohl man eigentlich schon so verausgabt ist, in Anführungszeichen. Ja, der Nebel hängt da am Watzmann fest. Der will einfach nicht, dass wir eine schöne Aussicht haben. Ich glaube, das heißt, da müssen wir nochmal kommen. So, jetzt wird es wieder ein bisschen luftiger. Der Grat wird enger. Also der Weg hat auf jeden Fall schöne Passagen drin, auch wieder zum Entspannen, wo es nicht so ausgesetzt ist. Also man kann sich auf jeden Fall wieder setteln, sag ich jetzt einmal, wer ein bisschen nervöser ist.
Und geht wieder rauf. Aber schön langsam, energiesparend, sind wir da jetzt gerade auf dem Weg. Weil der Abstieg, der können wir dann auch noch. Genau. Und den darf man auch nicht unterschätzen. Ja. Da sind wir jetzt wieder auf einem luftigen Grat, seilversichert. Ja. Nebel ist immer noch da, aber man kommt gut voran. Der Fels ist nicht nass, das was super ist. Und jetzt sind wir in die letzten Klettermeter. Richtig schade, drinnen, dass es zu Ende geht. Genau. Oh, da hinten kommt ein bisschen die Sonne raus. Ah ja. Juhu! Eine von den letzten Kletterpassagen. Noch mal seilversichert. Mit schönen Griffen. Schönen dritten. Das war einer Kamin rauf. Wieder ein Watzmann. Hä? Einfach ein Nebio halt. Ja, wahnsinnig. Sind wir da? Sind wir da? Bergheil. Bergheil. Boah! Herrlicher Ausblick. So, nach 5 Stunden 20 Minuten sind wir an der Südspitze angekommen und ja, gerade wunderschön, herrlich. Das Wetter hat ja so lala mitgespielt, aber ja, muss man auf jeden Fall mal gegangen sein, ist recht einfach. Genau, insgesamt sind es 2366 Höhenmeter und genau, der Abschied wird jetzt auf jeden Fall noch mal spannend, also noch mal durch die Konzentration gefragt. Bis dahin abonniert meinen Kanal und lasst einen Daumen nach oben da. Und ja, wir genießen jetzt noch ein bisschen die Aussicht und machen uns dann auf den Abstieg. So, wir haben uns jetzt gestärkt und jetzt geht's runter. Schauen wir mal, wie lange der Abstieg dauert. Genau, aber 4 Stunden glaube ich schon, dass wir brauchen werden. Das sind jetzt noch einige Kilometer und 2100 Höhenmeter zurücklegen, das ist dann schon ordentlich was. Jetzt gehen wir mal zur Wimbach-Grieshütte und dann ist Wimbachtal raus. 2,5 Stunden bis zur Wimbach-Grieshütte und 1,5 Stunden dann von der Wimbach-Grieshütte raus. Also den Abstieg darf man auch nicht unterschätzen, ist auch ziemlich steil, felsig. Da, der schenkt sich ein Grad nicht viel. Ah, eiskalt. Es macht Spaß. Jetzt sind wir in einem Schuttfeld drinnen. Ist jetzt halt, ja, zum Bergabgehen relativ blöd, weil man so da hinrutscht. Aber man sieht, ist nicht so ganz weit. Wenn man jetzt da 35 Minuten runter braucht und da sieht man dann, der Weg führt da raus und da durchs Tal rein. Ja, teilweise sind schon noch
steile Steinstufen drinnen, bis man dann unten zu den schönen Weg kommt. Aber ganz interessant noch. Genau, ich finde das sehr, dass die Stecken beim Schuttkau ziemlich helfen, weil man einfach immer mehr Stabilität hat. Ja, man muss sich auf jeden Fall noch mal konzentrieren, aber geht ganz gut voran. Und es ist auch immer ganz toll beim Abstieg nochmal bergauf gehen. Wir nähern uns dem Talboden. Weit kann die Hütte nicht mehr sein. Und wir haben es geschafft. Wir sind am Talboden angelangt. Ja, da sind wir jetzt auf einer Höhe von 1500 Meter. Und bis daher haben wir jetzt 7 Stunden 25 gebraucht. Das heißt gut 2 Stunden für das Stück runter jetzt. Und wir brauchen bestimmt auch noch 2 Stunden raus. Es ist jetzt angeschrieben, dass man von da weg nach 3 Stunden 15 Minuten bis zur Wimpachbrücke geht. Das heißt, wir werden bestimmt auch noch mal 2 Stunden brauchen dafür. Außer wir laufen, mal schauen, wie viel das die Beine noch hergeben. Und die Energie reicht noch, um ein bisschen zu laufen. Wir sind jetzt nach 20 Minuten bei der Wimpach-Grieshütte angekommen und ja, der Weg geht da einfach vorbei. Genau, alternativ kann man auch auf der Hütte übernachten und dann einen Watzmann von der anderen, also von hinten quasi besteigen. Würde ich jetzt aber nicht empfehlen. Also ich glaube, so wie es wir jetzt gemacht haben, den richtigen Weg, ist auf jeden Fall die richtige Entscheidung gewesen. So, wir sind jetzt wieder am Parkplatz herunten angekommen und ja, es hat sich noch mal gezogen, das Stück raus. Wir sind größtenteils jetzt halt aber auch gelaufen, da geht es dann besser. Und, genau, ja. Waren noch mal 1 Stunde 40 auf dem Weg. Wir haben auch jemanden von euch von der Community getroffen, hat uns sehr gefreut. Mhm. Und ja, genau, insgesamt haben wir jetzt 9 Stunden 20 gebraucht. Es waren 2400 Höhenmeter auf 25 Kilometer. Und ja, allem, was ist unser Fazit zu der Tour? Also auf jeden Fall eine super Tour, aber echt nicht zum Unterschätzen. Wir sind selber überrascht, dass bei uns so gut gegangen ist eigentlich, weil so viele Höhenmeter haben wir an einem Tag gar nie gemacht noch. Und ja, gerade oben super schön, bisschen schöneres Wetter wäre toll, aber ja. Ja. Genau, macht sich für alle Witterungen gefasst. Ich war auch überrascht, dass der Grat relativ breit ist. Also da haben wahrscheinlich sehr viele Menschen Platz. Wir haben es ganz fein gehabt, wenn wir die Zweiten dann am Gipfel waren. Also es war nicht sehr viel los. Auf jeden Fall eine sehr empfehlenswerte Tour. Wir verstehen, warum denen so viele gehen. Genau, und generell die Landschaft ist da einfach, ja, Wahnsinn. Traumhaft. Man kommt vom Staunen nicht raus. Also bei uns war es sicher nicht das letzte Mal, dass wir da in Berchtesgaden waren. Und wenn ihr eine Tourempfehlung habt, lasst es uns gerne in die Kommentare wissen. Wir sind für alles offen. Ja. Und, an einen oder anderen wird es vielleicht aufgefallen sein, ich habe heute keine Drohne dabei gehabt, weil einfach da im ganzen Berchtesgadener Naturnationalpark ist Drohnenfliegen verboten. Und genau, und das möchte man auf jeden Fall respektieren. Genau. Und dann verbleiben wir wie immer. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal und bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Servus.